Museum zum Sautrottel. Hat man sowas schon gesehen? Hier werden wir unser blaues Wunder erleben. Museumschef Heli ist nämlich nicht von schlechten Eltern und seine Geschichten nicht immer ganz jugendfrei. Das war schon immer ein Museum oder war das früher mal ein Wirtshaus? Nein, das war früher eine Außenstation. Und das haben wir dann geändert, ne? Den ganzen Scheißdreck. Aber sonst, das musst du erleben, wie es oft zugeht. Warum hat man das ändern müssen, vom Wirtshaus zum Museum? Ja, das hat man ändern müssen. Es haben sich viel aufgehalten, weißt du, die Sautrotteln da unten. Was erlebt man da so? Ja, da kommt ja Verschiedenes unter. Ich kann nur so, ich gehe auch gerne an den Berg, weißt du, und die Tourengeher. Ja. Herrlich, sagen sie dann, kreuzblutiger Hund, kriegen wir eh nichts. Wir möchten gern was. Sag ich, müsst ihr euch selber aufmachen. Ja. Ne? Weil offiziell ist es ja nicht. Ja. Verstehst du mich jetzt richtig? Ja, jetzt verstehe ich richtig. Offiziell ist nichts, aber ist man kann sich selber was aufmachen. Wenn sie es aufmacht, das muss er selber nehmen. Schau, ich habe schon wieder da die Kisten hergekriegt. Ja. Siehst du die? Ja. Da ist Kisten. Und weißt du, und dann tun wir halt wieder mal einen Nagler. Hast du das gesehen, wie das geht? Wie geht das? Ja, das muss ich dir zeigen jetzt. Nagelst du mit? Ich nagel mit. Nageln tun wir mit der Schneid. Ja. Jetzt pass auf. Das bist du. Das bin ich. Ja? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Okay. Nageln tun wir mit der Groß. Und du fängst an. Ich fang an. Mit der Schneid. Mit der Schneid? Ja, mit der Schneid. Wieso? Geh dazu um eine halbe Bier. Um eine halbe Bier? Ja. Auf geht's. Ja. Oh. Oh ja, fisch. Fisch ist gegangen. Nein, warte mal, das muss ich anders machen. Okay, dann ich aber. Nein, 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 nein. Nein, okay. Ja, ja. Ja. Darf ich schon? Okay. Sicher. Drei Menschen da her. Ja. Jetzt geht's los. Das ist ein Interview. Ja, das war. Ein Mahlzeit! Das ist er weg. Der Logi ist weg! Dankeschön! Hab ich schon verloren! Der Logi ist weg! Dankeschön! Du hast es verloren! Ja, und so geht's! Und jetzt habe ich meine halbe gewonnen! Stiegelbier, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ich bin 20 Jahre bei der Stiegelbrauerei gewesen. Na dann Prost. Gut gefahren, was? Prost. Ich will gleich nicht durchgehen, gell? Nein. Ja, aber ganz. Schau, jetzt treibt's. Das ist ja wurscht. Dann brauchst du nur, du musst an den Öfen auf und dann gescheiden. Dann brauchst du gleich dran ein wenig. Das habe ich auch noch nie gesehen, so. Ja. Nix. Aber so geht's jetzt zu. So geht's zu einem Sautrottel. Mhm. Schau her. Jetzt will ich dir was erklären. So. Schau mal auf hier. Hast du meinen Rehbuch gesehen da oben? Nein. Den, was ich da geschossen habe, den da oben. Schießen, der ist da, ist, weil er gehört sich auch nicht. Ja. Weil es gehört in den Wald. Wann hast du den geschossen? Was? Wann hast du den geschossen? Den da? Ja. 1914. 1914? Ja. Okay. Also habe ich noch nicht gelebt, gell? Ja. Nein, 2006. 2006. Habe ihn runtergejuckt. Mhm. In der Sturmalm drin. Mhm. Außer. Nein, so schön war er. Und geh ist denn da? Also ein Rehbuchgeil geht um, da. So schön ist es gewesen. Ja. Nein, ja, Kreuzhacker mit haben wir gedacht, du warst gerade die Pfanne ein. Ja. Jetzt bin ich mit der Schräg gefahren, da. Da draußen bei meinen Terrassen. Mhm. Da. Bin ich mit der Schräg rausgefahren. Mit der Schrotflinte? Ja, dabei haben wir die Lampen getroffen, siehst du die? Ja. Wo das Eisen da steht. Nein. Ja, Saublitzchen habe ich gemacht. Und das Mankei hast du das auch selber geschossen? Das Mankei? Ja. Das hat einen großen Glocken oben. Aha. Da hätten sie mich bald eingesperrt, wie das gewesen ist. Na, wo ich, kein Schmäh jetzt. Warum eingesperrt? Was? Warum eingesperrt? Ja, weil ich habe ja was zum Fressen gegeben und hast beim Kron gebackt. Und hat es da wirkt? Und habe ich einen Zutrat. Habe ich Isolierbandel habe ich umgetan. Bist du deppert? Ja. Ja. Und dann ist es erstickt. Und dann habe ich da bin ich mit Leitung gewesen, gell? Das ist aber nicht die feine Englische, ja, gell? Und dann habe ich einen Bus eingehaut. Ja. Aber gut ist es ihm gegangen. Ja.
Warum? Die sind gegangen. Ja, warum? Heute ist sie glücklich da oben. Ja. Nein, wo soll denn da fein? Da kann nichts fein. Mit der habe ich gespielt, haben sie gesagt, du bist der größte Sautrottel. Ja, du Sautrottel kannst du auch sagen. Aber ja, ich sage, was denn? Darum hast du ja Sautrottel. Ich bin weit bekannt. Schweiz, Berlin, Aussee. Ja, das musst du alles erleben. Du, aber das ist ja eigentlich ein Schimpfwort, Sautrottel. Das ist kein Schimpfwort, warum sollte das ein Schimpfwort sein? Ja, was denn sonst? Ja, ich genehmige es ja, das ist ja. Und das ist mir scheißegal. Und Leute kommen. Die sagen, die schauen sich den Trottel an mal. Ja, wie es halt zugeht. Was ist jetzt mit der Trompeten? Kannst du die mal spielen oder was? Ja, mit der Trompeten, das ist das Ärgste. Nein, du kannst nicht viel tun, warte ein wenig. Ich muss das jetzt entsorgen da, weil da ist ein Katzentrick. Ja. Jetzt geht er noch Zeit. Da ist der Kinderwagen, da bin ich drin gelegen. In dem bist du drin gelegen? In dem alten Kinderwagen bin ich drin gelegen. Wo bist du aufgewachsen? Bitte? Wo kommst du her? In Tiefbrunnau bin ich auch Kielleuten. Tiefste Tiefbrunnau. Tiefste Tiefbrunnau. Und jetzt geht's dahin. Jetzt geht's dahin. So, da kommt der Hund dahin. Ja! Wer im Museum zum Sautrottel zu Gast ist, braucht gute Nerven. Heli ist ein streitbares Unikum. Sein Humor wird wohl nicht jedermanns Sache sein. Aber ein Kuhreich, hey Mann! Da geht's halt zu. Jo! Da kommen sie daher. Bitte? Da kommen sie daher. Dann kommen sie daher. Die kommen zu mir zu. Kuh. Ein paar. 40 Kühe. 40 Kühe. Brauchen sie zu. Nein, weil sie mich mengen. Wenn ich ein Brauch gebe, weißt du schon, dann mengen sie mich. Well, Museumschef Heli, der Liebling der Kühe, führt uns durch die weiteren Ausstellungsräume. Im Museumsdepot lagert sein bestes Stück. Das sagenumwobene Kaiserbuch. Du bist gerade beim Zusammenrahmen. Du hast der Kraft. Du ich Kraft. Du druckst es aus. Du hältst das? Ja, ich hab's schon. Und wo ist's? Da ist's, wo es zudeckt ist. Und das drum auf den Tisch aus. Das da? Ja, das passt. Passt. Also, du kannst dich aufdosen. So, da. So. Ja. Ja. So, was ist das jetzt eigentlich? Da ist der Kaiser. Mhm. Von Bad Ischl. Mhm. Ja? Und da hat er gewohnt. Ist ein Schloss. Mhm. Ja? Und das Buch habe ich geerbt. Vom Kaiser? Vom Kaiser. Wie das? Ja, ich war da viel unten in Bad Ischl. Mhm. Ich war da grausig viel unten. Mhm. Und haben wir das angeschaut und er hat gesagt: Heli! Zu mir, weißt du, oder? Weil ich gesagt, Heli, du, ja. Und ich hab gesagt, Franz! Ja, heißt Franz, nicht? Oder der heißt, Kaiser, ja. Der Kaiser. Du, schenk mir's. Da haben wir ein paar Wein geschaffen. Nicht? Und hat er das geschenkt? Dann hat er mir's geschenkt. Und hat er gesagt, nimm's mit, ich brauch's eh nicht mehr. Unser letzter Rundgang durch das Museum zum Sautrottel macht seinem Namen alle Ehre und ist für Kinder unter 16 Jahren möglicherweise nicht geeignet. Jetzt sind wir in der Küche. Ja, da geht aber zu. Das ist ja wurscht. Da werden die feinen Sachen gekocht. Ja, ja, aber du siehst, der Schnittlauch wascht schon aus. Ah, der Zwiebel. Schau das an. Nein, weil wir gestern haben wir gedacht, weil wir zusammenrahmen tun, weißt du? Ja. Heute habe ich keine Zeit mehr gehabt. Ja. Weil gestern Kasnucken gemacht. Na, kruzifix noch mal.
Ja, das hättest du doch sehen sollen. Die Kasnocken. Ja, die Kasnocken. Und bist du ein großer Koch? Von der Felber, du Schülhans, doch, wenn lauter Lehrer. Aha. Ich war der große Koch. Und die haben gesagt, so was haben sie nie erlebt, zu Kasnocken. Aber zusammengeräumt hast du noch nicht, gell? Sieht man da hinten. Ja, das siehst du eh. Ja, was möchtest du machen? Das ist ja wurscht. Ja, eh. Ja? Ein Saustall, ein Saustall. Ein Saustall beim Sautrottel, das passt nicht zusammen. Nein. Das kommt schon weg alles. Das kommt schon weg, ja. Ja, das ist gestern passiert. Da braucht man uns keine Sorgen machen. Nein, da brauchst du keine Sorgen machen. Aber das musst du alles gesehen haben. Ja. Kruzi fixen einmal. Die fressen und fressen. 5 Pfannen. Da haben sie nur 20 gehabt und dann nur eine drauf. Nein. Mein Geschäft, gell, ich habe so ein gutes Geschäft da. Mhm. Ja, das musst du ja gesehen haben. Ja, darf man das einmal kosten? Ja, das kannst du kosten dann. Ja. Ah, das, so ein Geschäft hast du nie gehabt. Aber ist nun, wer halt, wer kommt und kommt nicht. Das musst du alles in den Griff haben. Ja, klar. Hey, ich bin weit bekannt. Die besuchen nur das, du. Oder kommen zu mir auf einen Ratscher und fertig. Nein, darum ist unten nicht angeschlagen was. Wirst du gesehen haben. Mhm. Steht noch oben, Museum zum Sautrottel. Ja, und wo sie herum ausspielt, das ist ja scheißegal. Da kommen Weiber auf, ja, was machst du was? Eine Mauserei, da hat man einen Glutdeckel zusammengehauen. Ja, das war der Scheiß. Ja, einen Glutdeckel zusammengehauen, hat er spuckt auf den Deckel um. Na, so was blöd. Na, das hättest du sehen sollen. Der hat es geschustert. Und dann ist er hinten beim Fenster ausgesprungen. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. Aber sonst, schönes Gebiet ist. Ja. So ein schönes Gebiet ist. Und wenn du das anschaust, alle und so, rund um da um. Schön. Mir gefällt es halt. Zahltuten blühend. Und Tädelweiß. Aber das darf ich dir nicht sagen, wo Tädelweiß genau hängt. So, jetzt zeige ich dir noch schnell mein Gesicht. Jetzt schauen wir uns das Gesicht an. Ja. Am Ende sind wir dann wieder auf den Sautrottel gekommen. Vor allem die Damen der Schöpfung mögen uns diese Wortwahl verzeihen. Every man is gonna have a party doll. Achso, Geschäft, du greifst einmal an. Ja. Sautrottel. Ein richtiges Sautrottel, Geschäft. Die Weiber kommen dann. Die Weiber kommen. Du wirst auch verheiratet sein oder sowas. So ähnlich. Ja. Ja. Das plaudern wir jetzt nicht aus. Ein Sautrottel, du. Lauser. Das war auch schon wieder ein Groß am Land aus der tiefsten Tiefbrunnau. Ganz in Blau. Und wenn Sie jetzt Wünsche, Anregungen oder Beschwerden haben, schreiben Sie mir doch ein E-Mail an großamland@salzburgtv.at. Ciao, bis zum nächsten Mal.